Grüezi miteinander, mein Name ist Peter Sorgen von der Marke 3D Schweiz, wie man unschwer am Dialekt erkennen kann. Und ich bin letztens gefragt worden, wie sieht das eigentlich aus mit diesen 3D-gedruckten Bauteilen, auch in Kombination mit den Endlosfasern. Kann ich diesen Bauteilen ein Gewinde mitgeben oder was habe ich da überhaupt für Möglichkeiten? Und ich habe mir gedacht, dem Thema wollen wir uns doch heute mal widmen. Zu dem Zweck habe ich so ein Musterbauteil gemacht. Fokus hat das, jawohl. Das Musterteil, das hat ein Durchgangsloch, es hat unten dran eine Senkbarung drin. Und das ganze Bauteil ist mit Endlosfaser verstärkt worden. Und in die Untersenkbarung tun wir einen sogenannten Thread Insert oder eine Gewindehülse einpressen. Da gibt es unterschiedliche Lösungen. Da, mit dieser Lösung hier schaffen wir jetzt mit dem Blödkolben, das heisst, es wird mit Hitze eingepresst. Und so haben wir eine Baugruppe, wo wir schauen können, wie viel Gewicht mag die wirklich aushalten. Jetzt sind wir doch mal gespannt, was rauskommt. Er hebt auch mich. Knapp 75 Kilo. Da.